Das Smartphone ist bei vielen von uns ständig im Einsatz. Überall haben wir es dabei, dauernd ist es in Gebrauch. Dass der Akku mal wieder geladen werden müsste, merken wir dann manchmal erst, wenn er sich auf den unteren Prozentbereich zubewegt. Während das vollständige Entladen des Smartphones früher sogar die Empfehlung war, damit der Akku möglichst langlebig bleibt, ist heute das Gegenteil der Fall. Denn die in modernen Smartphones verbauten Lithium-Ionen-Akkus mögen keine Extreme. Lässt du dein Handy komplett leer gehen und die Akkus müssen von 0% wieder aufgeladen werden, belastet das den Handy-Akku sehr. Gleiches gilt übrigens, wenn du den Akku ständig bis 100% auflädst. Auf Dauer sorgt dieses Ladeverhalten dafür, dass der Akku schneller altert und die Lebensdauer deines Smartphones sinkt. Besser ist es, wenn du den Akku deines Handys stattdessen dauerhaft zwischen 30 und 80% hältst.